Okay, ein Strahl ist schon da. Warte mal, fahre ich gerade zum Falschen? Nee, okay. Den hier unten haben wir. Alles gut. Sollte passen. Hui! Abwärts! Oh Gott! Ja, das geht. Das geht alles. Ist natürlich schön mit dieser Anlage gleich daneben. Das ist auch gar nicht irgendwie irritierend oder besorgniserregend. Okay, wir müssen mal wieder Glyphen scannen. Das ist ein total beliebtes Spiel hier. Da haben wir unfassbar unsere Freude dran. Okay, ich sollte mal irgendeine Richtung einschlagen. Vielleicht ist es andersrum besser. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Akzeptabler Bereich? Echt? Ist wieder online. Sieh mal an. Was das hier nicht alles gibt. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Gut, die Frage ist, wo haben wir jetzt unsere Glyphen? Ich will eigentlich nicht aussteigen, bevor ich nicht zumindest eine Ahnung habe, wo ich hingehen muss. Ich registriere einen Temperaturabfall. Aber wo kriegen wir diese Ahnung her? Oh, ich sehe was, ich sehe was. Ja! Vielleicht geht's ja diesmal ein bisschen schneller. Das wäre sehr geil. Wenn wir mal nicht ganz so extrem lange brauchen würden. Das sieht gut aus. Ich sehe drei leuchtende Stellen. Oh Gott! Das war total erfolgreich. Gut, wieder ab nach oben mit uns. Schaffe ich das? Nein, das schaffe ich natürlich nicht. Ach Gott! Manchmal ist es schon... Naja. Es ist nicht einfach. Junge! Mach dich hoch! So, können wir denn jetzt? Hopsa! Haben wir es jetzt? Ja! Schön! Gut! Glyphe Nummer 1 gefunden! Glyphe Nummer 2 gefunden! Wo war die dritte Stelle, die geleuchtet hat? Weiter oben? Weiter drüben? Scheiße. Ich weiß es nicht mehr. Als ich dort gestanden habe, habe ich sie noch gesehen. Vielleicht sollte ich dann nochmal darüber gehen. So, verschaffen wir uns doch einfach nochmal einen Überblick hier. Irgendwo war die noch. Ach, da drüben. Ach. Siehst du mal, da war die andere Säule im Weg. Deshalb habe ich es nicht gesehen. Ein Perspektivwechsel. Wechsel, ja. Ein Perspektivwechsel hilft manchmal arg weiter, sein Ziel zu erreichen. Jetzt muss man bloß noch irgendwie da hochkommen. Schaffen wir das denn? Halt dich doch mal fest, bitte. So, ich glaube, das ging weitaus schneller als vorhin. Weitaus unkomplizierter. Und ich hoffe, das gilt auch für das Sudoku-Rätsel. Ach, ja, ja. Ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich schneller gehen wird. Okay, schauen wir doch mal, ob wir das hinkriegen. Das könnte sein. Das nicht. Das könnte sein. Scheiße, es ist schon mal schlecht, wenn zwei möglich sind. Dann gehen wir lieber hier hoch. Dann wird es wohl das sein, nehme ich an. Gucken wir mal schnell. Das gibt's schon, das gibt's schon, das gibt's schon. Das gibt's schon. Dann ist es tatsächlich das. Und dann haben wir hier unten das. Verkappte Y. Gut. Erste Reihe schon mal komplett. Das ging doch relativ schnell. Schnell und unkompliziert. So, gehen wir hier hin. Das gibt's noch nicht, so wie ich das sehe. Warte mal kurz. Ah, wir kommen hier nicht weiter. Wir haben erst drei verschiedene. Scheiße. So, ich mache das erstmal wieder frei. Okay, wo gehen wir dann hin? Wir gehen erstmal hier runter. Ne, da gibt es auch schon welche, die gleich sind. Sogar ziemlich viele. Hier hin? Das sieht gut aus. Da müsste auch das hin. So wie ich das sehe. Okay.
Wo können wir weitermachen? Das hilft mir auch nicht. Ich brauche irgendwo eine Stelle, wo 4 verschiedene schon angezeigt sind. Aber wo? Wäre das hier? Nein, das hatten wir gerade schon. Das hilft mir gar nicht. Scheiße. Oh, ich bin so schlecht in solchen Sachen. Gut, wie wär's denn mit dem hier? Natürlich. Auch das. Ne? Das gibt's. Das gibt's. Das gibt's. Das gibt's. Okay. Hätten wir das. Dann können wir jetzt vielleicht auch hier drüben. Das. Nee, es hat mir gar nichts gebracht, sehe ich gerade. Ah ja, hätte sein können. Hier oben. Haben wir da schon 4 verschiedene andere? Nein. Hier. Das sieht besser aus. Das ist da. Das ist da. Das ist da. Das nicht. Aber das. Okay, es ist also das verkappte Y. Sehr gut. Jetzt haben wir hier 4 verschiedene. Das ist schon, das ist schon, das ist schon. Das aber nicht. Und das letzte ist das. Warte mal, das aber auch nicht. Scheiße. Scheiße. Habe ich nicht 4 verschiedene? Warte mal. 1, 2, 3, 4. Doch. Nochmal kurz. Das ist schon. Das ist schon. Das ist schon. Das ist auch schon. Ach, ich bin bescheuert. Das ist richtig. Okay. Dann können wir jetzt auch die nächste Reihe vollständig machen. Wäre dann dementsprechend das Y. Damit können wir die hier unten vollständig machen. Das wäre das. Gut. Gut, 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 gut. Es wird langsam, aber sicher. Oh, hier drüben ist auch noch eine Reihe, die wir vollständig machen können. Müsste das sein? Nein. Falsch. Das. Okay. Und die nächste Reihe. Mensch, das geht ja wie das Brezelbacken hier. Jetzt erschließt sich alles nach und nach. Das wäre dann dieses, jenes. Okay. Hier weiter? Nee. Das bringt mir nix. Da müssen wir erst noch irgendein anderes finden vorher. Scheiße. Okay, dann hier vielleicht. Das müsste es sein, oder? Mal kurz gucken. Das ist, das ist, das ist, das ist. Okay, es ist das. Dementsprechend haben wir hier das hier. Gut, wenn das hier ist, dann haben wir hier. Ne, es ist ja auch schon. Doch, müssten aber genug sein, ne? Das ist schon, das ist schon. Das. Dann ist es das hier. So, und hier hätten wir dann dieses. Dementsprechend muss hier dann das da sein. Wenn das hier ist, müssten wir hier das haben. Probieren wir's. Oh Gott, nein. Das Interfacing ist fehlgeschlagen, Pathfinder. Boah. Die Eingabe war offenbar nicht korrekt. Ist das gemein? Das wird komplett wieder gelöscht. Ihr Schweine. Oh nein, ich muss wieder von vorne anfangen. Oh, nur weil ich irgendwo einen Schlüsselfehler gemacht habe. Scheiße. Oh, ihr seid so fies. Ihr seid so fies. Ist das gemein? Ist das gemein? Gemein. So fies. Okay, aber wir probieren es mal. Wo probieren wir es denn mal? Hier vielleicht? Ja, das sieht gut aus. Das dürfte das sein. Ich glaube, da habe ich auch vorhin angefangen. Kann es sein, dass es wieder exakt das gleiche ist? Oh, je. Na, klasse. Das macht jetzt bestimmt total viel Spaß, dabei zuzusehen. Das Tolle ist, ich habe schon wieder keine Ahnung, in welcher Reihenfolge ich die vorhin gelöst habe, die Dinger. Mist. Absoluter Mist, ey. Okay, das müssen wir aber auch hinkriegen. Das sollte
das hier sein. Soweit ich das sehe. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Bleibt bloß das. Okay. Hier? Haben wir da genug? Nee. Oben auch nicht. Scheiße. Och, Mann. Ich habe jetzt überhaupt keine Lust, das nochmal zu lösen, ehrlich gesagt. Es ist nicht geil, solche Sachen mehrfach machen zu müssen, wenn man das sowieso nicht leiden kann. Haben wir hier vier verschiedene? Haben wir. Was müsste das sein? Okay, probieren wir es weiter mit dem. Haben wir hier vier verschiedene? Nein, haben wir nicht. Scheiße. Gut, dann können wir da nicht weitermachen. Hier vielleicht? Nein, haben wir auch nicht. Es sind immer wieder die gleichen scheiß verdammten Symbole, die überall auftauchen. Ach Gott. Ist das schrecklich. Wie habe ich das denn vorhin gemacht? Wo habe ich das denn vorhin gemacht? Ich habe keine Ahnung. Das hier könnte ich auch noch lösen. Das müsste auch das sein. Das, das, das und das sind andere. Kann ich jetzt vielleicht hier lösen? Nein, kann ich immer noch nicht. Es sind immer noch bloß drei Symbole. Mano! Wirklich? Ach Gott. Aber hier kann ich lösen, fällt mir gerade auf. Das müsste auch das sein. 1, 2, 3, 4. Jo, und dann kann ich hier auch lösen. Das müsste dann... Nee, halt, 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 halt. Was mache ich denn? Nochmal kurz weg. Habe ich jetzt gerade vier verschiedene gesehen? Das sind auch bloß drei verschiedene. Scheiße. Oh, diese Zeichen machen mich wahnsinnig. Die sehen alle gleich aus. Das könnte es genauso gut sein. Scheiße. Oh. Schrecklich. Schrecklich. Aber das hier geht. Das geht. Haben wir das nicht. Das auch nicht. Das nicht. Das ist es. So, dementsprechend muss hier das sein. Dementsprechend muss hier das sein. Okay, hätten wir schon mal die Mittelreihe vollständig. Hilft mir das denn? In der Reihe hilft mir das. Das sollte das sein. 1, 2, 3. Vier verschiedene. Dementsprechend muss hier das Symbol sein. Okay, dann können wir die Reihe vervollständigen. Mein Unwille ist so groß, das zu lösen, dieses Rätsel. Ich könnte natürlich auch so eine Override machen, aber das ist irgendwie auch uncool. Wo machen wir denn weiter? Ach, hier ist doch. Sehe ich ja jetzt erst. Wäre dann dieses. Können wir jetzt vielleicht endlich hier unten vollständig machen. Nee, wir haben dreimal die gleichen... Nee, doch. Doch, dreimal die gleichen Symbole. Waagerecht wie senkrecht. Geil. Ist immer super sowas. Hier genauso. Ist ja ätzend. Okay, aber vielleicht geht es in der obersten Reihe. So, wir gucken mal. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Das könnte sein. Das geht nicht. Und das könnte genauso sein. Verdammt. Probieren wir die andere Reihe. Das geht nicht. Das geht nicht. Das könnte es sein. Das geht nicht. Das könnte es genauso sein. Okay, die oberste Reihe können wir also momentan nicht lösen. Habe ich mich jetzt selbst irgendwie verrannt hier? Oder... Warte mal. Das geht nicht. Das geht nicht. Das könnte es sein. Das kann nicht sein. Das könnte es sein. Ich komme nicht vorwärts. Das geht nicht. Das geht nicht. Das könnte es sein. Das geht nicht. Das könnte... Hallo? Bin ich denn blöd? Ich habe für jedes Feld gerade zwei Möglichkeiten, was es sein kann.
Ach scheiß drauf, ich mach jetzt diesen Override, ihr könnt mich mal. Das war's. Also irgendwann ist dann auch genug. Dann fehle ich eben bei so einem Rätsel, ist mir auch egal. Ich fummel ja aber nicht stundenlang rum und sitze dann an der Stelle, wo vier Felder jeweils zwei Lösungen haben könnten. Wo ist denn hier der Ausgang? Ich bin gerade so sauer. Ich bin sauer, dass ich nicht mehr einen Ausgang finde. Ach Gott. Mann ey. So ein Scheiß. Gib mir Lithium. Ah! Sponsor mich. Lithium. So, dann müssen wir halt hier uns wieder rauskämpfen mal durch die Eisschollen. Temperaturen. Achso. Muss ich denn überhaupt gerade so rumkriechen hier zu meinem Nomad zurück? Oder gibt es einen einfacheren Weg? Ich würde ja gerne hier hingehen, aber das ist momentan einfach noch kein Wegpunkt, den ich als Schnellreise benutzen kann. Also bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ich hoffe, ich komme danach auch wirklich mit dem Nomad von hier aus dahin zu dem letzten Monolithen. So, rein mit uns in die gute Stube. Und gib Jummi. Hopsassa. Ach, ein tiefer Sturz ins Nichts. Schön, schön. Okay, wir sehen schon, da drüben ist dann der Punkt, an den wir uns begeben müssen. Ich glaube, wir werden Volt in dieser Aufnahmesession noch nicht ganz abschließen. So leid es mir tut, ich wollte ja eigentlich, aber das schaffen wir noch nicht ganz. Muss ich da drüben hin zu dem Punkt, der gerade von den beiden anderen Laserstrahlen verbunden wird? Sieht mir bald danach aus, wa? Gut, wir sollten mal nach Südwesten gehen, damit wir hier drüben diese kleine Reliktstätte noch mit uns anschauen. Die werde ich jetzt aber auch nicht näher untersuchen. So interessant sind die Dinger dann auch nicht. Gut, und dann geht's auf zum letzten Monolithen. Nachdem wir den Anfang der Aufnahmesession ja hauptsächlich mit den Cat verschwendet haben, werden wir jetzt noch ein bisschen Rätsel-Action machen. Mal sehen, ob wir vielleicht noch da reingehen, ob ich da noch Muße zu habe. Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. So, ist das hier unten schon was mit Glyphe? Nein? Oh, ich sehe gerade, da drüben ist ein Kettlager. Na, das freut mich doch total. Wieso ist ja eigentlich alles so zerklüftet? Das ist ja schrecklich. Man kann keine 2 Meter fahren, ohne dass seine Eisscholle zerbrochen ist. So, mal sehen, ob wir hier vielleicht irgendwie rumkommen. Können wir noch einen kurzen Blick mit auf die Umgebung werfen, ob wir nicht irgendwo noch eine Glyphe mitsehen. Hops. Da kommen wir hoch. Das ist aber auch mitten in den Gletscher gebaut hier. So, wir sind zumindest schon mal oben. Das gilt es wohl als Erfolg zu verbuchen. Hops, raus mit uns. Okay, okali dokali. Dann würde ich sagen, erklimmen wir doch einfach mal den Monolithen. Soweit wie es geht. Wir kommen nicht ganz hoch. Schade. Aber ich fühlte mich so versucht, da wir soweit schon über das Eis hochkriechen können. Wäre irgendwie lustig, wenn hier oben jetzt die Glyphe wäre. Aber nein. Oh Gott. Oh Gott. Bricht dir nichts. So, dann vielleicht doch mit ein paar Zwischenlandungen mehr. Ja, ich will jetzt eigentlich auch nicht nach ganz unten wieder. Das Problem ist Glyphe und so, ne? Hopsa. Ja, wo müssen wir denn hin? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht müssen wir auch in die Eisspalte wieder. Komm, wir gucken mal da unten. Das sieht mir schon wieder stark danach aus.
Ah, wir haben eine Zwischenlandung gefunden. Das ist bestimmt der eleganteste Weg, um hier runter abzusteigen. In jedem Fall höre ich sehr vertrauenserweckende Geräusche. Ich glaube, in der Höhle wohnt schon jemand. Ein undokumentiertes Mineral wurde entdeckt, Pathfinder. Das ist gerade weniger meine Sorge, ehrlich gesagt. Aber schön! Wer ist denn da? Wir würden gerne mal zum Kaffee vorbeikommen. Hallo? Nicht mein Problem. Gut, hier ist also schon mal das Terminal, das haben wir gefunden. Es irritiert mich jetzt schon, dass da irgendwo ein Tier sein soll und ich es nicht sehe. So, hier drüben führt auch schon wieder eine Leitung lang. Eine lange Leitung. Ah, wir müssen klettern. Na gut, wenn ihr meint. Ich glaube, es ist alles mit Klettern verbunden. Davon ist die erste, okay. Die ist weniger mit Klettern verbunden, na gut. Okay. Hier führt was hoch, oder... wo genau jetzt? Da drüben. Okay. Ah, hier oben drauf. Komme ich denn da hin? Ist die Frage. Und wenn ja, wie? Also ich gehe mal davon aus, dass ich da hinkomme. Ich muss noch den Weg finden. Nehmen wir den. Das sieht doch ganz gut aus. Oh, gleich zwei. Welch nobler Luxus. So, wo hatten wir denn jetzt das Terminal gehabt? Achso, wir stehen direkt daneben. Gut. So, da bin ich wieder. Mir hat es gerade leider die Aufnahme gesprengt hier mitten in dem Rätsel. Aber ich habe mich sowieso nicht so glücklich angestellt. Eine Sache habe ich aber nach einigem Rumwühlen mitgekriegt. Und zwar... dass ich vielleicht auch beachten sollte, dass dieses Muster, das hier eingezeichnet ist, mir noch Zusatzinformationen bietet, in der Form, dass ich innerhalb dieses Feldes jetzt auch fünf verschiedene haben muss. Ist mir vorher irgendwie total entgangen. Ich habe halt einfach bloß stumpf Reihen und Spalten abgearbeitet. Und damit habe ich natürlich auch Zusatzinformationen, mit denen ich wahrscheinlich auch das Rätsel davor hätte lösen können. Naja, versuchen wir uns jetzt nochmal durchzuwühlen. Ich habe zwar schon so leichte Konzentrationsschwierigkeiten und werde wahrscheinlich dann auch relativ bald die Aufnahme beenden. Aber das kriegt man noch hin. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht noch schaffen. So, gehen wir mal an die ganze Sache ran. Hier dürfte das hinkommen, soweit ich das sehe, ne? Das ist schon. Jo, dann machen wir das. Hier unten müsste dann das E hinkommen. Das Verkappte. So, wie machen wir denn weiter? Tja. Mit was anderem. Die Frage ist, womit? Okay, da kratze ich mich doch mal kurzerhand unentschlossen am Kopf. Kriege ich das hier hin? Das sollte 4 ergeben. Das haben wir. Das haben wir noch nicht, das dürfte es sein. Mal kurz gucken, das haben wir und das haben wir. Gut, dann kommt das hier hin. Gucken wir nochmal kurz, dass wir die Reihe voll machen. Müsste dann dieses sein. Dann können wir, glaube ich... hier. So, das haben wir. Das haben wir noch nicht. Mal kurz gucken, das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Oh, hat meine Smartphone gehört? Meine Katze ist mit bei mir im Raum. Ich muss sie mal ganz kurz rauslassen. Das kommst du auch mal rein, du Olympus. So. Weiter geht's. Okay, jetzt müssten wir ja eigentlich das hier lösen können, das Feld. Das wäre dann dementsprechend dieses E, denke ich. Sollte es sein, eigentlich. Okay, wo machen wir weiter?
Achso, wir können ja erstmal das Feld hier machen. Das dürfte dann... das hier sein. Nein, das nicht das hier sein. Okay. Können wir jetzt vielleicht hier lösen? Geht das? Nee. Zu viele gleiche. Ich hasse es. Ah, wenn so viele gleiche Felder immer sind. Das ist ätzend. Haben wir hier eine Chance? Nein, haben wir auch nicht. Hier drüben geht ebenfalls nicht. Oder? Nö. Sei denn. Warte mal, was hätte ich jetzt gesagt, wo ich lösen wollte? Wir gucken nochmal kurz hier. So, wir haben hier 1, 2, 3, 4. Doch, das geht. Weil wir noch das hier mitnehmen können. Das kann es auch nicht sein. Okay, das geht nicht. Das sieht sehr wahrscheinlich aus. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Und das ist es nicht. Okay. Das fällt also. Mann, das erleichtert es einem ja total. Warum habe ich das nicht schon eher entdeckt, Mensch? Da hätte ich mir einigen Ärger mit ersparen können. Dann wäre das Ganze auch ein Stück schneller gegangen. So, dann ist es das hier. Und dann wäre das letzte Feld das. Müsste ja. In der Reihe, ne? Ja, sieht gut aus. Okay. Weiter. Kriegen wir das schon hin? Ich glaube nicht. Oder? Nee. Doch, müssten eigentlich genügend sein. Nee. Okay, bleiben wir mal hier oben vielleicht. Das sollten wir hinkriegen, ha? Das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Das sieht gut aus. Das ist es auch nicht. Okay. Also das. Und damit können wir dann das hier lösen. Das ist das hier. Ja. Wenn wir das haben, können wir das hier lösen. Das nicht. Das nicht. Das ist es auch nicht. Das ist es. So, damit können wir das hier lösen. Und zwar jenes. So, das nicht, das nicht, das nicht, das ist es. Und das letzte, das nicht, das ist es. So, jetzt hoffe ich doch, dass das richtig ist. Jawohl, wir kriegen es wieder hin. Sehr schön. Das hat offenbar funktioniert. Hat ja auch lang genug gedauert.